Ich war auf der Gamescom 2015 und was ich da alles so angespielt habe und was da sonst noch abging, das erzähle ich euch jetzt. Als allererstes habe ich natürlich Super Mario Maker angespielt und da war ich überrascht, was man da alles machen konnte. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, die 15 Minuten waren viel zu kurz. Dann kam ich zu Star Fox Zero. Und mit Star Fox Zero hatte ich auch die erste Berührung mit der Reihe und gleich Probleme mit der Übersicht und der Steuerung. Aber an sich macht es schon Spaß. Ich habe natürlich auch Zelda Triforce Heroes angespielt und es ist richtig cool, zu dritt Rätsel zu lösen und da braucht man auch wirklich Teamarbeit für, obwohl die Rätsel, die man da anspielen konnte, noch nicht wirklich schwer waren. Aber insgesamt gefällt mir das sehr gut. Ja, das waren die großen Titel von Nintendo, aber es gab auch noch andere Spiele, die mir sehr gefallen haben. Beispielsweise Mighty No. 9. Als alter Mega Man-Veteran hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Also man sieht richtig den Mega Man-Charme im Spiel und es ist auch ein richtig gutes Jump'n'Run geworden. Auch das mit dem Gegner absorbieren hat mir gut gefallen. Also das könnte ein richtiger Geheimtipp werden. Dann habe ich auch noch den neuesten Mario Tennis Ableger, Mario Tennis Ultra Smash, angespielt. Und es ist halt ein ganz normales Mario Tennis, bloß mit dem neuen Feature, mit dem Riesenpilz, dass man dann größer wird und kräftigere Schläge hat. Sonst hat sich da aber nicht viel am Gameplay geändert. Genau wie beim neuen Lego-Spiel, Lego Dimensions. Es ist wie jedes andere Lego-Spiel auch. Man hat halt nur mehr Figurenauswahl und dieses Skylander-Prinzip ist da halt eingebracht. Apropos Skylanders, ich habe natürlich auch Skylanders Superchargers ausprobiert und auch dies ist Skylander-Gameplay, wie man es gewohnt ist. Nur, dass da hin und wieder Fahrzeugeinlagen da drin sind. Und man kann halt mit Donkey Kong und Bowser spielen. Ob ich mir das holen werde? Ich glaube eher weniger. Auch glaube ich nicht daran, dass das neue Chibi-Robo ein Erfolg wird. Denn Chibi-Robo ändert ja insgesamt immer sein Genre bei jedem Spiel. Jetzt ist es ein Jump'n'Run. Ist ganz nett mit dem Kabel, was Chibi-Robo als Waffe hat, aber mehr auch nicht. Nun haben wir hier noch zwei eShop-Titel und einmal haben wir hier Terraria für den Nintendo 3DS. Und es erfolgt wirklich alles über den Touchscreen. Ob genaues Abbauen, Craften, auf die Map zugreifen oder andere Dinge, alles erfolgt über den Touchscreen. Und das bringt halt Probleme mit sich. Mal sehen. Als letztes habe ich Fast Racing Neo gespielt. Der F-Zero-Klon, sag ich jetzt mal, ist auf jeden Fall schneller als F-Zero. Ich würde sogar sagen, zu schnell. Denn man hat nicht immer Kontrolle auf seinen Gleiter. Und das ist eben nicht so gut. Muss man mal gucken. So, außerdem gab es auch noch auf der Nintendo-Bühne die Nintendo House Party. Es ging natürlich hauptsächlich um 30 Jahre Super Mario, weshalb auch der Synchronsprecher von Mario, Charles Martinet, dabei war. Aber es gab auch noch andere Gastauftritte. Ja, und dann war die Gamescom auch schon für mich zu Ende. Ich war auch nur einen Tag dort, aber das hat mir gereicht. Meine Highlights waren Super Mario Maker, Zelda, Triforce Heroes und Mighty No. 9. Wart ihr auch auf der Gamescom? Und was hat euch am besten gefallen? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann!